Auf und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge. Süße Köstlichkeiten ohne Ende auf dem Dessert-Festival in Florida. 1000 Waffelherzen muss Auswanderer Mike dafür heute backen. Doch ausgerechnet jetzt wird seine Frau Marina krank. Okay, und? Ja. Oh, was ist es da? Aber noch nicht lungenentzündig. Im sonnigen Florida eröffneten Mike Hostetler und Marina Mara vor gut einem Jahr ihr Waffelrestaurant. You can have the waffle with Hershey's, Reese's, Oreos, Twix, Snickers, Kit Kat. Das Geschäft mit dem Süßgebäck lief gut an. Aber die viele Arbeit hinterließ Spuren. Mike schlitterte in ein Burnout. Im Geschäft hat mein Körper gesagt, stopp, zu viel des Guten. Von einem Tag auf den anderen musste Marina das Waffelrestaurant alleine führen. Du musst schauen, dass du alles noch schneller machst, als wenn du zweite Hilfe bist. In der Hoffnung auf mehr Profit wanderte Bauernfamilie Wieser nach Frankreich aus. Das ist sicherlich eine andere Perspektive, auch eine andere Cashflow-Marge auf der Milch selber. Ihr riesiger Hof an der Atlantikküste forderte sie immer wieder aufs Neue. Der braucht extrem viel Kraft, aber nicht mehr lang. Auch Sohn Jan packte mit an. Besonders streng waren die Tage während der Mähsaison. Trotz allem kam die neue französische Lebensart nicht zu kurz. Das ist der Moment convivial der Journée. In Bella Italia eröffneten Philipp Squaid-Damatti und Partnerin Eva Dudle ein Agriturismo. Aber kurz nach dem Start trennten sie sich. So, ich bin in keinster Art und Weise eigentlich auf einen Mann angewiesen. Die beiden versuchten, das Projekt auf freundschaftlicher Basis weiterzuführen. Entschuldigung. Ja, bitte. Doch die Finanzen und unterschiedliche Vorstellungen wurden zunehmend zum Problem. Und als eine von Evas Töchtern zu Besuch kam, brach der Konflikt offen aus. Gut, Tessi, wir machen den Abzug, einen Abflug. Du hast gestern Abend gesagt, du hättest heute keine Zeit, du hättest heute absorbiert. Also, Kopf verteile ich nochmal. Ja, wir gehen jetzt. Ich habe mir meine Pension etwas anders vorgestellt. In Tampa, Florida, beginnt ein neuer Tag. Mitarbeiterin Maddie öffnet den Waffelshop selbstständig. Sie ist eine von 6 Teilzeitkräften, die die Auswanderer mittlerweile beschäftigen. Für Mike und Marina bedeutet das viel weniger Stress. Anstatt 100 Stunden sind sie nur noch 50 Stunden pro Woche im Laden. Diese Veränderung war notwendig, denn Mike schlitterte vor 9 Monaten in ein Burnout. Also, ich habe mich ziemlich gut erholt. Noch nicht ganz dort, wo ich sein will, aber es kommt von Tag zu Tag besser. Ich sage jetzt mal, wenn ich 80% da, wo ich vorher war. Komm, Juni. 2 Monate lang konnte Mike nicht arbeiten. Seine Energie war weg. Ihn plagten Verspannungen und Panikattacken. Ruhe und Medikament und dann kommst du raus. Und darüber reden. Also wirklich eingestehen, du hast ein Problem gehabt. Oder du hast ein Problem. Es war zu viel für deinen Körper. Egal, wie lange es die Zeit war. Ich nehme an, es hat schon in der Schweiz angefangen. Dass sich das Zeug irgendwie mehr gestaut hat und irgendwann hat es halt einfach gelenkt und die Batterie leer. Eine schwierige Zeit, auch für Marina. Stellt die sauber an? Nein. Auf ihren Schultern lastete die ganze Verantwortung für das gemeinsame Business.
Bei uns ist es im Sommer ist es wirklich gut gelaufen, das Geschäft. Sehr gut. Sehr gut, ja. Und in der Zeit, als er halt daheim war, habe ich möglichst viel probiert zu arbeiten und noch mehr zu arbeiten, damit wir Mitarbeiterkosten sparen können, weil es halt nicht drin gelegen wäre, ihn 100% zu ersetzen. Und ja, ich bin froh, ist es durch. Juneli, was? Jetzt, wo es Mike wieder besser geht, sieht er die Zeit gekommen, neue Pläne umzusetzen. Der 45-Jährige möchte wieder tätowieren. Schon in der Schweiz betrieb er nebenberuflich ein Tattoo-Studio. Für uns ist es sicher gut, ein zweites Standbein zu haben. Und es gibt uns sicher finanziell uns ein bisschen Stabilität. Die Bewilligungen dafür hat er bereits eingeholt und auch schon ein Ladenlokal angemietet. Nee. Heute kann er den Raum beziehen. In derselben Shopping Mall wie ihr Waffelrestaurant befindet sich auch das zukünftige Tattoo-Studio. Mikes neue Nachbarn, Kosmetik-, Nagel- und Coiffeursalons. Seine Arbeitstage möchte Mike von jetzt an aufteilen. Einen halben Tag wird er im Waffelshop sein, die andere Hälfte hier. Im Waffelrestaurant soll Mike durch Angestellte ersetzt werden. Für mich war eigentlich immer klar, ich möchte hier weiterfahren mit Tätowieren, weil es für mich nicht irgendein Beruf ist, sondern ein Hobby ist, respektive Leidenschaft. Und nach meinem Zusammenbruch, den ich hatte, habe ich jetzt lange darauf gewartet, dass ich wieder starten kann, weil es gibt mir einfach auch die Entspannung, die ich brauche. Und das ist Abwechslung und für mich Freude pur. Falls das Tätowieren Mike hilft, seine Balance zu finden, würde auch Marina davon profitieren. Okay. In der Toskana ist der Herbst angebrochen. Die Bauern in der Region ernten die Oliven. Bei den Auswanderern aber ist es noch nicht so weit. Philipp hat sich mit seinem Gärtner Massimo verabredet. Sie wollen sehen, wie sich die 800 Olivenbäumchen entwickelt haben. Vor einem halben Jahr ließ Philipp sie pflanzen. Ti ha fatto anche l'oliva. Che fortuna, eh? Se il principale lassù mi facesse venire giù un po' d'acqua, male non farebbe. Die Bäumchen musste Philipp den ganzen Sommer über bewässern. Ich meine, jeder andere Strauch wäre jetzt aber wirklich, auf gut Deutsch gesagt, völlig kaputt gegangen, oder? Aber die Oliven nicht. Das ist so ein schöner Baum, das ist so eine Geschichte dahinter, das ist wahnsinnig, oder? Ich meine, es hat nicht für nichts Olivenbäume, die 2000 Jahre alt sind. La terra è buona, sì. Molto, molto sciolta, capito? Non è che... Die Olivenbäume sind wichtig für die Schweizer, denn die Einnahmen aus der Landwirtschaft müssen höher sein als aus dem Gästebetrieb. Nur so gelten sie als Agriturismo. Doch für weitere Investitionen in den Ackerbau fehlt momentan das Geld. Er wartet nur darauf, dass ich ihm sage, du, jetzt machen wir den anderen Teil, oder? Nur im Moment ist einfach eine Person, die alles blockiert. Und es ist ein riesen Frust da. Das Geld ist zum Reizthema zwischen Gutsverwalter Philipp und Kapitalgeberin Eva geworden. Die Zusammenarbeit als Geschäftspartner wird je länger, je schwieriger. Die Ferienwohnungen konnte Eva zwar mittlerweile alle möblieren, aber bei 5 der 6 Apartments fehlt noch die Küche. Und den Kauf mit einem Kredit finanzieren kommt für Eva im Gegensatz zu Philipp nicht in Frage. Ich meine, ich bin 67, ich will das können wieder zurückzahlen, ich will keine Schulden können haben. Ich muss nachher da können mit meiner AHV leben. Und wenn ich Schulden habe, geht das schon gerade mal nicht, oder?
Die fehlenden Küchen will sich Eva von ihrem Verdienst als Kindergartenlehrerin absparen. Philipp möchte rasch geliehenes Geld investieren. Die Vorstellungen der beiden scheinen unvereinbar. Schau, da kannst du hören. Du kannst mehr hören. Bis an die Atlantikküste sind es zwar nur knapp 30 Minuten. Aber für Ausflüge ans Meer hatte Bauernfamilie Wieser in Frankreich bisher kaum Zeit. Die ersten paar Monate mussten Geld einschaffen, einleben. Alles zusammen. Dann kam die Saison mit der Erntezeit. Und jetzt wird es ruhiger. Wir machen mehr Zeit für so Sachen. Bald ein Jahr ist es her, dass Alexandra und Sandro mit ihrem Sohn Gian die Schweiz verlassen haben. Im Aargau hatten sie einen kleinen Hof mit gut 50 Tieren. Hier sind es über 400. Bei so vielen Tieren ist die Geburt eines Kälbchens fast alltäglich. In der Regel können die Kühe ihren Nachwuchs ohne Unterstützung zur Welt bringen. Da merkt man dann schon, wenn man ihr helfen muss. Wenn sie zu lange dran ist und wenn sie dann am Weichsen und am Machen ist, dann geht man ihr helfen. Also der Sandro geht ihr helfen. Ich stehe neben dran. Schauen zu, weil Zeit ist knapp. Und um die viele Arbeit bewältigen zu können, setzen die Wiesers vermehrt auf technische Hilfsmittel. Alexandras neuestes Gadget ist ein elektrischer Milchwagen. Da habe ich vorne eben die Bidons gedreht. Milchkessel und übergeschleppt, das ist dann schon. Darum. Und noch etwas ist einfacher in Frankreich. Alexandra und ihr Mann Sandro arbeiten besser zusammen. Wir sind viel zufriedener da. Dort hat es immer irgendwelche Knatsch gegeben und immer irgendetwas. Und da ist wirklich ein richtig gut eingespieltes Team. Kannst du mir einen Gefallen machen? Das Kalb hat sich verdreht. Sandro muss bei der Geburt helfen. Nicht recht offen. Es geht nicht alleine. Jetzt muss auch Alexandra ran. Jetzt. Oh, hopp. Langsam. Ein riesen Viech. Ja, Schätzi, ja, drück noch einmal, komm. Jetzt. Trotz Routine, eine Geburt ist immer auch ein bewegender Moment. Und wirtschaftliche Notwendigkeit zugleich. Denn nur so können die Wiesers ihre Milchproduktion am Laufen halten. In Florida macht Waffelbäcker Mike einen Großeinkauf. Und für einmal ist seine Einkaufsliste noch viel länger als sonst. Ja, es ist eine rechte Menge, die wir jetzt brauchen. Das grösste Dessert Festival in Amerika. Und wir sind aufgenommen worden dort. Es sind noch 49 andere Aussteller. Am Schluss gibt es die Leute, die einen Gewinner wählen können. Und dann gibt es noch eine Jury, die noch einen Gewinner wählt. Und jetzt gehen wir mal schauen. Mike ist heute doppelt gefordert. Er muss das Tagesgeschäft erledigen und zusätzlich 7 Kübel Teig verbacken.
Das ergibt 200 Waffeln für das Dessert-Festival, zu dem sie eingeladen sind. Wenn ich bedenke, dass ich pro Waffel 1 Minute 40 habe, mal 200, 3 Stunden, 4 Stunden. Mikes Problem, er muss den Event alleine vorbereiten. Seine Frau Marina ist krank. Mit starkem Husten lag sie die halbe Nacht wach. Doch kaum begonnen, okay, is it for here to go? Wird Mike immer wieder durch Kunden unterbrochen. And that's yours. So the cappuccino is the most. Geht es in diesem Tempo weiter, wird Mike heute kaum fertig. You want a pesto or sour cream by side? Zum Glück aber kommt Diane. Hey Mike. Hey, how are you? Good. You are late. Sie hat sich kurzfristig bereit erklärt zu helfen. Diane ist bei der Eröffnung da gewesen. Und seither kommt sie immer wieder. Ohne Bezahlung, einfach weil sie Freude hat. Sie sagt immer, ihr seid so zwei gute Menschen. Ihr habt es verdient, dass man euch hilft. So, we need a new battery, right? Oh yeah, you might need a new battery. Okay, I will do it. Normalerweise arbeitet Diane im Büro als Buchhalterin. You know, this is actually good, because I'm on my feet all day, because usually I'm at my desk all day. So I don't mind this at all, because I'm moving. It's good for me. Good. Dann meldet sich Marina. Sie war unterdessen beim Arzt. Ja. Oh, was ist es denn? Aber noch nicht lange Entzündung. Jetzt ist die Frage, was machen wir morgen? Absagen oder gleich gehen? Marina hat eine schwere Bronchitis. Jetzt müssen die Auswanderer entscheiden, ob sie die Teilnahme am Dessert-Festival morgen unter diesen Umständen durchziehen wollen. Über dem Agriturismo in der Toskana ziehen immer dunklere Wolken auf. Die Stimmung zwischen Eva und ihrem ehemaligen Partner Philipp ist unterkühlt. Was suchst du? Da steht es. Neben den Dings. Die beiden sprechen nur noch das Nötigste miteinander. Ich habe das Gefühl, es ist so etwas schleichend gekommen. Also ich meine, dass wir kein Paar mehr sind, das ist schon lange klar. Es ist eigentlich eher, dass es auch hier nicht miteinander weitergeht. Es war eigentlich eher etwas, wo nicht gerade. Zuerst habe ich gefunden, wir können das ja auch als Kollegen machen. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Philipp und Eva haben sich zuerst privat und dann geschäftlich auseinandergelebt. Die gemeinsame Vision ging verloren. Du, ich weiß es wirklich nicht. Meine eigene Vernunft sagt jetzt, hör auf da. Und der unvernünftige Teil bei mir sagt, nein, mach jetzt noch weiter. Ja. Am Ende sind es zu viele Unstimmigkeiten, die sich auftürmen. Schon bei der Wahl der Liegenschaft hatten die beiden unterschiedliche Meinungen. Auch beim Tempo der Umsetzung oder der Frage der Finanzierung lagen die Vorstellungen weit auseinander. Almighty. Ja. Nur in einem sind sich Eva und Philipp einig. So kann es nicht weitergehen. Es gibt drei Pläne. Er kauft es mir ab, mit irgendwelchen Investoren, was auch immer. Von dem Retter jedenfalls, ich habe keine Ahnung. Die zweite Variante ist, dass ich einen Teilverkauf mache, wo
jemand hierher kommt, arbeiten und das bewirtschaften und mir einen Teil vom Geld gibt und dann quasi in 3 Jahren oder 3-4 Jahren dann den Rest zurückzahlt. Und die dritte Möglichkeit ist, dass ich es übernehme. Du bist eine Gute. Gell? Egal, ob Eva den Posten des Gutsverwalters von Philipp übernimmt oder die Liegenschaft verkauft, einer von beiden wird schon bald seine Koffer packen. Besser läuft es auf dem Hof Les Aubiers nahe der französischen Atlantikküste. Bauer Sandro investiert weiter in seinen Betrieb. Er will die Tiere von einem außerhalb gelegenen Stall neu auf seinem Gelände unterbringen. Dafür lässt er bauen. Laurent, ja? Nous avons oublié quelque chose. Quoi? Un petit marché ici. Oh, mais attends, tu veux une marche comme ça? Oui, papa. C'est que pour avoir un petit. Pour voir, quoi. Oui. Ça, c'est un petit peu mieux pour nettoyer après. Wenn du hier mit der Schaufel kommst, ist ein Zeichen, wenn du hier in den Dreck rausstoßt. Dann kannst du es nicht recht nehmen. Und dann ist eine Hurenmohrerei da hinten. Wenn Sandro alle Tiere hier auf dem Hof beisammen hat, kann er effizienter wirtschaften. Die Idee ist eigentlich, dass man hier hinter sich reinfahren kann mit dem Futtermischwagen. Und von daher eigentlich kann abladen. Aber jetzt sind wir hier ein bisschen hoch und dort sind wir ein bisschen tief. Und wenn wir dann noch ein bisschen begradigen. Papi, du Futtermischer, genau. Achtung, Traktoren! Trotz der vielen Arbeit, Alexandra scheint in ihrer neuen Heimat angekommen zu sein. Ich habe noch nicht so viel gesehen von Frankreich, ehrlich gesagt. Hier selber auf dem Betrieb gefällt es mir mega gut. Und auch schon soziale Kontakte. Guck, guck. Die wir schon haben, wo wir Freunde treffen. Das ist wirklich noch schön. Bonjour, Cyril. Ça? Oui. 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 Tu joues la star? Oui. Hein? Non, Sandro préparé pour moi. Auch Sohn Jan hat sich schnell eingelebt. Der Hof ist für ihn ein riesiger Abenteuerspielplatz. Comment il fonctionne? Comment tu le démarres? Tu penses que tu sais le conduire? Oui. Oui? Mais tu pourrais le conduire pour faire quoi? Bah, pour travailler sur pour travailler sur la champ. Pour aller dans un champ? Oui. Noch vor einem Dreivierteljahr konnte der Neunjährige kaum ein Wort Französisch. Jetzt spricht er bereits besser als seine Mutter Alexandra. Sicher sind wir stolz auf den John. Volle Fall, dass er das so schnell im Griff hat. Der junge Herr. Ja? Also ich kenne schon alles, was da drin ist, aber ich kann es einfach nicht auf Französisch sagen. Das ist ein kleines Problem. Das gefällt mir gut hier. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut hier. Klimpert und klappert, dann ist gut.
So, Feierabend. Die Touristen sind weg und an den im Sommer überfüllten Stränden in der Toskana ist wieder Ruhe eingekehrt. Erst ein halbes Jahr ist es her, seit Philipp ausgewandert ist. Eigentlich wäre jetzt der Moment, um nach einer ersten Saison Bilanz zu ziehen. Es ist irgendwie so überwältigend schön. Doch der Traum vom Leben in Italien scheint für Philipp zu Ende zu gehen, bevor er richtig begonnen hat. Auch Eva hat sich alles anders vorgestellt. So, ready for leave? Dann nehme ich mit. Für die Kindergartenlehrerin sind die Herbstferien zu Ende. Sie muss zurück in die Schweiz. In den nächsten Wochen soll sich zeigen, wie es mit dem Agriturismo weitergeht. Eva und Philipp waren erst 2,5 Jahre ein Paar, als sie das Projekt gemeinsam starteten. Beherzt wollten sie dem Buch des Lebens ein neues Kapitel hinzufügen. Dass ich von Anfang an hätte müssen denken, nein, es ist, das wird nie funktionieren. Oder ich weiß nicht was, das wäre mir jetzt nie in den Sinn gekommen, im Gegenteil. Ich habe gedacht, wir sind das Zweite, die eine gute Idee haben, die gute Dinge haben, die einen guten Draht zum Land haben und so weiter, aber ja. Wenn es halt nicht klappt, klappt es halt nicht. Trotz Pensionsalter wagte Philipp den Neuanfang. Denn im Land seiner Großeltern fühlt er sich wohl. Ich habe mich wahnsinnig gebunden an die Olivenbäume, an die Gegend, an die Leute da und so weiter. Die Tatsache, dass ich es nicht fertig gebracht habe, der Enthusiasmus, den ich habe für die Gegend und für das Projekt einfach überspringen zu lassen, das habe ich nicht fertig gebracht. Und da habe ich versagt in dem Sinn. Das ist, und ich muss es irgendwo im Moment wirklich relativ teuer zahlen. Die letzten paar Tage und paar Wochen ist es einfach so, dass ich versucht habe, mich immer mehr zu entfernen, weil sonst verreisst man das wirklich selbst. Wenige Wochen später erkrankt Philipp. Und er sieht sich dadurch gezwungen, sich aus dem Projekt in der Toskana zurückzuziehen. Hi! Okay. Oh, cool. Is it good? Marina hat sich entschieden, am Dessert-Festival teilzunehmen. Ich habe Medikamente bekommen vom Arzt gestern. Es ist einfach eine akute Bronchitis, wo man nicht so genau weiß, ob es auf die Lungen über ist. Aber sie meint jetzt, die Ärztin meint, solange die Medikamente, also Antibiotika und Cortison, wenn es mir am Ende besser geht, dann sollte es eigentlich gut sein. Und sonst gar nicht einmal. Jetzt rocken wir das Ding heute. Freundin Diane wird die beiden unterstützen. Do we have more space in the car? Auf geht's Richtung Stadtrand von Tampa. In einer Messehalle finden die Dessert Wars statt. Laut Veranstalter das größte Dessert-Festival der USA. 50 verschiedene Süßwarenhersteller wetteifern heute um den Titel des Dessert Champions. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen.
Noch. Es ist riesig, vor allem wenn wir einen coolen Platz bekommen. Ich bin mega froh, so gerade am Anfang. Marina und Mike müssen 100 Waffelherzen vorbereiten als Kostprobe für Besucher und Jury. Bevor es losgeht, schnell noch ein Blick auf die Konkurrenz. Hast du gesehen? Das sind natürlich kleinere Ja, da ist schon mal 1000. Man sieht auch, welche Unternehmen das mehr Geld haben. Von Aufmache her. Aber nein, ist cool. Wenn es ist unser erstes Event. Wir können jetzt auch ein bisschen abschauen. Sie haben ja schon davon geredet, dass wir nächstes Jahr wieder kommen müssen. Es ist halt schon, sie nehmen immer so wieder ein bisschen die Gleichungen. Und das ist noch cool. Good. You? Good. It looks so good. Thank you so much. And now the judging's already started, and so they're going to be making their way around. You just want to make sure everything's plated and ready for the judges. All right. Yeah. Thank you. Jury, This one is like the cookies and cream, Oreo, and cacao, and strawberry. 10 Jurorinnen und Juroren bewerten die unterschiedlichen Süßspeisen. Sie haben eigentlich nicht gross geredet und ich bin nicht sicher, ob es angekommen ist. Dann geht es richtig los. 2000 Dessert-Fans haben sich Tickets für die Veranstaltung gekauft. Normally it's the whole waffle. And then you can fill the fruit stuff with everyone and then we'll go. Okay, so what is it? So we have Nutella, we have dark chocolate, we have peanut butter. Auf der Veranstaltung wollen die Schweizer ihr Waffelangebot bekannter machen. Ihr Plan scheint aufzugehen. Strawberries, their Nutella was a marriage made in heaven. It's delicious. Die Konkurrenz um den Titel des Dessert Champions ist groß. Zwei Preise werden am Ende des Events vergeben. Preise gehen an andere. Mike und Marina sind nach einem Tag mit vollem Einsatz geschafft. Wir haben es genossen. Ja. Wir merken, dass die Amerikaner, ja, wie soll ich sagen, aus so etwas kleinem Riesensack machen können. Wir haben gemerkt, dass sie auf die Süßigkeiten, auf das auch spinnen sind. Und was mir vor allem wichtig ist, respektive, es sind irgendwie 1000 oder mal 1500 Bewerber gewesen. 50 durften teilnehmen und wir sind innerhalb von diesen 50. Also besser kann es nicht sein nach einem Jahr hier im Tempo. Schau, jetzt ist er gerade am Arbeiten, der Cousin. Bauer Sandro, ganz ökonom, hat sich einen automatischen Futteranschieber geleistet. Das ist mein günstigster Mitarbeiter, den ich habe. Durch den Roboter spart er nicht nur Zeit. Seine Tiere bekommen auch mehr Futter. Und somit steigt der Milchertrag. Durch den Kauf des riesigen Hofs Les Aubiers wurden die Wiesers quasi über Nacht zu einem der größten Milchproduzenten der Gegend. Die Vorbesitzer blieben als Mitarbeiter auf dem Hof. Das war Teil des Deals. Patrice Rondeau, der mittlere der drei Brüder, half Sandro vor allem in der Anfangszeit. Oh, ich möchte mir noch gar die Konseil. Mais bon, on sent que bah, il a pris ses,
il a pris un peu ses marques, quoi. C'est normal quand tu arrives d'un autre pays, c'est une culture différente, une façon de faire différente, mais bon, maintenant il s'adapte et avec du recul depuis de plusieurs mois, bon, je vois qu'il s'intègre, il n'y a pas de problème. Allez. Patrice wird auf dem Hof bleiben, bis zu seiner Pensionierung in 2,5 Jahren. Allez. Cyril, der jüngste der Brüder, war vor dem Verkauf für die Zucht zuständig. Er kümmert sich weiterhin um die Kühe und das Melken. Sandro a fait quelques changements au niveau pratique, au niveau conduite du troupeau, des choses comme ça. Mais ce qui est normal, parce qu'il veut tester, voir si ça marche. Après, à tort ou à raison, il verra dans le temps. Donc non, je n'ai surtout jamais regretté, non, surtout pas, non. Je dors même mieux la nuit qu'avant, on va dire. C'est vrai. Voilà. Allez. Durch den Umzug mit ihren Tieren nach Frankreich setzten die Wiesers alles auf eine Karte. Hier an der Atlantikküste erhoffte sich Sandro mehr unternehmerische Freiheiten. Die Zwischenbilanz nach dem ersten Jahr ist sicherlich ein Haufen Lehrgeld zahlt in gewissen Bereichen. Anderes Klima, andere Witterungsverhältnisse. Wir mussten uns auch ein bisschen adaptieren, aber durchwegs positiv. Also, wir haben einen riesen Vorteil, indem, dass wir mit den Vorbesitzern zusammenarbeiten können. Oder dass die hier arbeiten. Da gönnen wir die Zeit, du musst keine Sachen suchen. Aber es sind natürlich auch festgefahrene Modelle. Und, ja, ich sage immer so, casser les habitudes. Also, ich muss die Vorgänge und die Abläufe, die sie haben, muss ich dann zwischendurch halt einfach wirklich aufbrechen, dass wir wieder einen Schritt nach vorne kommen. Oder? Also eben Kose, Technologisierung, das sind so Geschichten, wo ich manchmal schon auch ein bisschen mit denen zu catchen habe. Aber im übersichtlichen Rahmen. Und der Rest, nein, das kann man sagen, das war ein guter Entscheid gewesen. Ich habe schon viele schlechte Entscheidungen in meinem Leben, aber der gehört sicherlich nicht dazu. Ja, Meite. Ist gut. FF Gelagsche. Ei, ei, was sehe ich? Öff, öff, gelockt. Also ich habe es verstanden. Familie Wieser hat ihr Schicksal erfolgreich in die eigenen Hände genommen und ihr Glück in Frankreich gefunden. Winterthur, Anfang Januar 2022. Es kann sein, dass sie gehen baden. Sie kennt nichts. Rund zwei Monate ist es her, dass sich Evas ehemaliger Partner Philipp aus dem Projekt in der Toskana zurückgezogen hat. Ist gut, das Wasser. Super. Nach reiflicher Überlegung hat sich Eva nun dazu entschlossen, das Agriturismo in Italien zu verkaufen. Geht mir sehr gut mit dem Entscheid, weil ich habe natürlich jetzt auch durch die Zeit, in der ich dort unten war und das auch erlebt habe, gemerkt, mir sind andere Sachen wichtig, die dort nicht vorhanden sind. Und von dort her gesehen bin ich auf der einen Seite auch sehr dankbar, habe ich diese Erfahrung machen und habe ich wie können sehen, das ist es nicht. Offen sein und immer wieder Neues ausprobieren, das macht für Eva das Leben aus. Und wenn es schief geht, versucht sie, das Positive aus den gemachten Erfahrungen mitzunehmen. So auch aus dem Auswanderungsprojekt mit Philipp. Das war keine erprobte Partnerschaft. Das hat ganz viele Fragezeichen gehabt. Und das würde ich nicht mehr so machen. Also ich denke, das ist auch, ich würde ihm sagen, naiv. So bin ich wahrscheinlich ein Teil naiv, im Sinn von, es kommt alles gut, es kommt immer alles gut. Und auf der anderen Seite
habe ich halt jetzt auch so gemerkt, dass ich vielleicht doch einfach auch neuer auf meine eigenen Sachen und meine eigenen Bedürfnisse, meine eigenen Ideen muss hören. Und ja. Alles begann damit, dass Eva einen Teil ihres Riegelhauses in Winterthur verkaufte. Damit finanzierte sie die Liegenschaft in der Toskana. Schon kurz nach dem Start ging die Beziehung mit ihrem Partner Philipp in die Brüche. Auf freundschaftlicher Basis versuchten sie, das Agriturismo zum Laufen zu bringen. Eva als Geldgeberin, Philipp als Gutsverwalter. Doch zu unterschiedlich waren die Vorstellungen, zu groß die Probleme. Aber auch wenn es diesmal nicht geklappt hat, das Thema Auswandern ist für die 67-Jährige noch längst nicht abgeschlossen. Ich kann mir nicht vorstellen, einfach da daheim zu sitzen, mit dem Hund dreimal am Tag rauszugehen, ganz viele Bücher zu lesen. Ja, und was mache ich? Also, das ist mir einfach zu langweilig. Das ist mir, da bin ich nicht gefordert, da bin ich nicht irgendwie. Ich will etwas Sinnvolles machen. Und zwar so lange, wie ich das kann und wie ich Kraft habe und wie ich Energie habe, will ich einfach weitermachen. Finde ich ein schönes. Das ist jetzt in Frankreich. Das hat schon, fängt schon an, Geschichten zu erzählen. In Tampa genießen Marina und Mike einen freien Nachmittag am Meer. Wow, jetzt ist es verdammt kalt. Es ist kühler als auch schon, ja? Ja. Bald 2 Jahre leben sie bereits in den USA. Eine Zeit, die durch viel Arbeit und den Aufbau ihres Waffelrestaurants geprägt war. Also für mich war es immer klar, wenn wir auswandern und ein neues Business starten, die ersten paar Jahre wird heftiger als in der Schweiz. Also ich bin nicht mit der Einstellung gegangen, jetzt gehen wir rüber und dann haben wir mehr Freizeit, als wir in der Schweiz hatten. Mit dieser Einstellung bin ich eigentlich nicht. Sind wir nicht gekommen? Aber das ist die Vision, die wir haben. Und ich einfach sage, wir sind noch nicht dort, wo wir her wollen. Das ist so. Dazu gehört sicher mehr Freizeit, weniger arbeiten. Dann kann man vielleicht irgendwann sagen, es ist mehr geniessen als bügeln. Mm. Aber nicht jetzt, es ist noch zu früh. Marina und Mike wagten viel, als sie die Schweiz verließen. Die Corona-Krise erschwerte ihnen den Start. Schließlich konnten sie ihr Waffelrestaurant eröffnen. Das Geschäft lief immer besser, aber die hohe Arbeitsbelastung machte Mike krank. Mit Durchhaltewillen und Zuversicht haben sie auch diese Krise gemeinsam gemeistert. Ich denke, uns hat es näher gebracht oder einfach noch vertrauter als vorher. Wir sind anders, wir sind stärker geworden. Du tust einander gegenseitig schützen, man kennt die Schwächen voneinander mehr. Und greift sicher auch mehr ein und tut für einen anderen agieren. Weil man weiss, jetzt kommt der andere an ein Limit und jetzt bin ich dran, jetzt muss ich vorantreten. Ja. Was ich sicher gemerkt habe, ist, dass sie sehr stark ist. Ich meine, dann, als ich ausgefallen bin, was sie alles gemanagt hat und was sie alles gemacht hat, kann nicht jeder, macht nicht jeder. Und von dort her ist sicher eine Seite, die ich vielleicht vorher noch ein weniger gekannt habe, wie stark sie eigentlich ist. Allen Schwierigkeiten zum Trotz haben sich Marina und Mike in Florida etwas aufgebaut. 100% wieder machen. Ja. Ich gehe. 100%. Definitiv. Ich meine, auch wenn wir jetzt nicht hier wären, wo wir jetzt sind, wir haben es wenigstens probiert. Also es ist ja nicht so, dass man dann versagt hat. Und wir haben uns jetzt entschieden, diesen Weg in unserem Leben zu gehen. Und für uns stimmt das. Weil wenn dieser Weg nicht stimmen würde, dann hätten wir schon lange einen anderen Weg eingeschlagen.
irgendwann mal ein Häuschen kaufen. Ein schönes Plätzchen einrichten. Ich will irgendwann ein Boot. Oh mein Gott. Ich habe lieber den zweiten Hund. Auf und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge.